Fahnen und Flaggen sind Farbakzente auf deiner Anlage. In diesem Tutorial erfährst du, wie du sie einfach und realistisch selber bauen kannst. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, in der DDR bestand wahrlich kein Mangel an Flaggen und Fahnen. Es gab Fahnen auf Paraden, Fahnen zum Winken, Fahnen zum Anstecken, Fahnen auf Messen, Fahnen an Loks, Denkmäler als Fahnen, Thälmann vor Fahne, Lenin vor Fahne, Weg der roten Fahne, Fahnenappell in der Schule, Dienst bei der Fahne, Fahnen im Weltraum und, weil nicht genug, mancher legte sich auch noch eine ganz private Fahne zu. Meine DDR-Anlage könnte somit ohne Fahne wirklich nicht existieren. Doch zunächst Hefte raus, Klassenarbeit. Die bunten Stoffstücke, die man tragen kann, heißen Fahne und die, die an einen Fahnenmast wehen, heißen Flaggen. Wenn ich es im Folgenden einmal falsch sage, schiebt es auf die schlechte Macht der Gewohnheit. Die recht einfache Variante, eine Fahne auszudrucken und diese auszuschneiden, kam für mich nicht in Frage, das sah für mich nicht realistisch genug aus. Nach kurzem Ausprobieren hatte ich dann eine gute Technik gefunden, die ich euch hier zeigen will. Die ersten Ergebnisse habe ich schon installiert auf meiner Jugendanlage, an der am Ufer der Völkerfreundschaft einige Flaggen selbst gestaltet habe und hier eben solche, die ihr hier seht, auf meiner DDR-Anlage. Zunächst einmal nehmen wir Holzleim, ihr könnt auch weißen Bastelkleber nehmen, den füllen wir in ein Gefäß und den werden wir anschließend mit Wasser verdünnen. Das Verhältnis von Wasser zu Leim kann unterschiedlich sein. Ich habe ein Ratio ausprobiert von 7:3, also 7 Teile Weißleim zu 3 Teilen Wasser. Man kann aber auch halbe-halbe nehmen, das ist genauso möglich. Die Folgen erkläre ich euch später. Dann wird das Ganze gut durchgemischt. Wir nehmen ein Taschentuch, ein ganz normales, mehrlagiges. Wir beschneiden hier diesen perforierten Rand. Dann wird das Ganze eingeweicht, mit einem Pinsel hier fein getupft, damit alles sich schön durchsaugt. Die Kunst beim Gestalten von Flaggen ist es letztendlich, eine Bewegung im Moment einzufrieren. Wie sich Flaggen im Wind verhalten, wie sie sich werfen, ist ganz individuell und ein Beobachten anhand realistischer Beispiele ist geboten. Mit einem Holzstäbchen gestalte ich den Faltenwurf, indem ich es einfach zusammenschiebe. Mit den Falten sollte man nicht gleich übertreiben, das Ganze kann man im Nachhinein noch modellieren. Nach mehrstündiger Trockenzeit lässt sich das Ganze von der glatten Unterlage gut ablösen. Zum Vergleich die beiden Ergebnisse. Oben, man hört es, sehr starr. Das Tuch mit dem Ratio 7 Weißleim, 3 Wasser. Und unten das halbe-halbe. Das ist flexibel, lässt sich gut biegen noch. Das andere ist recht starr, fast wie Plaste und ist auch durchsichtig wie Pergament. Ein höchst interessanter Effekt. Dann wird das Ganze geschnitten. Ich zeichne hier kleine Bahnen vor, also wo ich die Fahnen dann später installieren werde. Das lässt sich gut abschneiden. Man merkt schon den Widerstand. Muss schon ein wenig arbeiten mit der Schere. Und beim Pergamentartigen merkt man, wie starr das Ganze geworden ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass man hier mit etwas flüssigerer Farbe arbeiten kann, ohne dass das Ganze dann später wieder zerläuft. Ich schneide dann hier die einzelnen Bahnen ab. Die werden dann noch vormodelliert. Ich werde die Ränder auch gestalten, so in etwa, wie die Fahne dann später wehen wird, also in einer Art Parallelogramm. Oben schon anecken und auch das Ganze im unteren Bereich, damit man hier schon die Grundstruktur einer wehenden Fahne, die vom Mast fort sich bewegt, sieht. Der Vorteil ist letztendlich, dass man diese einzelnen Bahnen auch noch knicken kann und noch nachmodellieren kann mit etwas Kraft. Das hält sich dann auch in Form. Der heutige Musiktipp kommt von der Hardrockband Prinzip. Auf ihrem Album Feuerrock von 1978 brachte sie das Lied 7 Meter Seidenband. Passt perfekt zum Flaggen- und Fahnenthema. Im nächsten Schritt geht es an das Färben des Ganzen. Ich benutze hier Acrylfarbe. In streichender oder in punktierter Art und Weise bringe ich die Farbe auf. Auch auf die Falten achten, in die Falten reingehen, damit alles wirklich mit Farbe dann auch benetzt wird. Das Ganze wird dann umgedreht und auch die Rückseite wird gefärbt. Was ich hier färbe, ist die rote Fahne. Wir haben aber natürlich auch die FDJ-Fahne im typischen FDJ-Blau.
und natürlich auch die schwarz-rot-goldene Fahne mit Staatsemblem. Hierauf ist zu achten, dass man die Bewegung der Fahne auch gut mitnimmt, also das Ganze nicht gerade wegzieht, die einzelnen Farbüberstände hier die bei der Deutschlandfahne, sondern das Ganze anpasst. So sieht das Ganze dann aus, die drei Fahnen, und nun gehe ich daran, das Ganze mit Wasserschiebebildern zu versehen. Bei den Wasserschiebebildern handelt es sich um einen Auftrag, den ich in Druck geben ließ. Ich fragte bei Andreas Nothaft vom modellbahndeckels.de Onlineshop nach, ob er mir denn diese Logos in der Breite 7x7 mm drucken könnte. Das Ganze war möglich, die Kommunikation funktionierte perfekt und ich hatte dann hier diese Deckels. Also meine große Empfehlung, wenn ihr einmal Deckels Wasserschiebebilder braucht, dann wendet euch an diesen Shop. Ist keine bezahlte Werbung, aber ich bin wirklich davon überzeugt und das Ergebnis spricht auch wirklich für sich. Die Wasserschiebebilder sind anschließend recht scharf an der Kante abzuschneiden, möglichst nah. Ich habe dann alle ausgeschnitten, dann vorbereitet und in ein Wasserbad mit entspanntem Wasser, also ein Tröpfchen Fit, reingetan. Das Ganze dann eingeweicht. Hier muss man Geduld haben, also ruhig warten. Und ich habe das Ganze dann auf die schon vorbereitete Flagge draufgelegt. Auf der Flagge ist auch ein Tröpfchen Wasser drauf. Das gelöste Schiebebild habe ich dann aufgetragen und hier mit einem weichen Pinsel in die endgültige Position gezogen. Das überflüssige Wasser mit einem Küchenkrepp eingesogen und das Ganze vorsichtig noch einmal festgedrückt. Hier sieht man es auch einmal, ich habe einen Wassertropfen aufgetragen, habe das Wasserschiebebild dann rausgenommen, aufgesetzt. Es schmiegt sich sogleich an die Fahne an, das Ganze noch ausgerichtet ein wenig und eben dann auch entwässert. Und hier sieht man letztendlich das Ergebnis meiner Arbeit. Ich habe hier drei Flaggen bereits provisorisch aufgestellt am Kirchenberg. Ich habe sie festgeklebt an einen Fahnenmast, drei verschiedene, die DDR-Flagge, die rote Flagge und die FDJ-Flagge. Hier an meinem Denkmal für die Opfer des Faschismus. Und ich bin wirklich davon überzeugt von diesen Fahnen. Die Illusion, wie hier ein Wind auf meiner Anlage weht und dieselben Fahnen habe ich dann noch einmal vor dem zukünftigen Bahnhofsgebäude positioniert und genau das wollte ich erreichen. Diese Bewegung, die sich einfangen lässt, dass es nicht nur flach ausgedruckte Papierstückchen sind, sondern dass sie wirklich einen Charakter haben, ein Herz, der hier zum Ausdruck kommt und diese Farbpunkte beleben unheimlich das Straßenbild und mit diesen Wasserschiebebildern gelingt es wirklich den Eindruck einer kleinen Fahne, die hier umgesetzt wurde, die hier auf der Anlage zu finden ist. Ihr seht, das Ganze ist nicht kompliziert umzusetzen. Jetzt seid ihr dran, probiert das aus und schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen dann in die Kommentare. Mich würde interessieren, wie es bei euch funktioniert hat. Ich wünsche euch so dann viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei!